Niederländische Identität und Werte waren Top-Themen im Wahlkampf. Euronews sprach mit Bewohnern eines Multikulti-Viertels in Den Haag. 85% der Menschen in Schilderswijk sind Einwanderer der ersten und zweiten Generation. Viele sind Kinder von Gastarbeitern, die nach dem Zweiten Weltkrieg in die Niederlande kamen. Aus Marokko, Suriname, Indonesien und der Türkei. Die Toleranzschwelle vieler scheint überschritten, wenn sie Rechtspopulist Geert Wilders reden hören. Mit Vergleichen wie Marokkaner seien Abschaum und der Islam seine Ideologie lag Wilders in den Meinungsumfragen wochenlang vorn. Maar wat vooral wat ik echt belangrijk vind is dat er een bepaalde groep moet zijn. Es muss eine Partei geben, die alle zusammenbringt, statt zu spalten. Derzeit werden Menschen in Gruppen unterteilt. Du bist Muslim, du Holländer, diese da sind aus Suriname. Diese sind gelb, jene schwarz. Was jedoch am Ende zählt, ist, dass wir alle Niederländer sind. Wir leben in diesem Land, wir können zwar miteinander streiten, doch am Ende müssen wir zusammenarbeiten. Wenn es keine Partei schafft, alle an einen Tisch zu bringen, dann ist das wahrscheinlich das Ende der guten alten Niederlande. Weinig hoop in een mooi Nederland. Echt. Stel je voor dat Wilders eerst wordt. Alle Korans uit huis. Stellen Sie sich mal vor, Wilders schafft es. Alle Korane würden verbrannt und Moscheen geschlossen. Wie soll das gehen? Ich bin ein Niederländer, ich bin religiös. Er will mich aus dem Land schmeißen, wenn ich etwas Schlechtes mache, was ich nicht tun werde. Aber warum will er mich rausschmeißen? Ich habe einen niederländischen Pass. Man kann mich nicht einfach so abschieben. Ich bin ja schon hier. Was er vorhat, ist überhaupt nicht machbar. Seine Worte und Tweets bringen die Menschen gegeneinander auf. Lasst uns wieder aufeinander zugehen. Laten we een keer aardig tegen elkaar zijn. Überall gibt es gute und schlechte Menschen. Nicht alle sind gleich. Ich mag es nicht, wenn er alle Muslime über einen Kamm schert. Das geht nicht. Ze doen Dinge, wat het moet. En mensen, wat hij zegt voor alle Muslims, en dat vind ik niet leuk. Nee, nee, dat mag hij gewoon niet zeggen. Ich finde hier gut, gewoon samenleven en goed doen. Es ist gut, zusammenzuleben und sein Bestes zu geben. Machen wir weiter so. Wir leben hier seit 50 Jahren. Meine Kinder und Enkel sind hier aufgewachsen. Sie sind es gewohnt, hier zu leben. Dann kommt auf einmal jemand und sagt, ihr müsst hier weg. Wir sind doch ganz normale Leute und wir schaden den Niederlanden nicht. Wir sind gewoon Menschen, geben und nehmen und gut tun für Nederland. Sprechen Sie über Geert Wilders? Ja, man kann das so sagen. Es ist unfair. Wir stammen alle von Adam und Eva ab. Wir sind alle nur Menschen.